Hitzesberger, ah! Tor! Hallo und herzlich willkommen zu VfB Blickwinkel, Manus Meinung. Heute mit einer ganz besonderen Folge, zumindest für mich eine ganz besondere Folge. Ich habe heute zwei Besonderheiten für euch und deswegen bleibt bis zum Ende dran. Ich verspreche euch, es lohnt sich. Ich habe jetzt schon richtig Bock und freue mich einfach komplett auf die Folge. Ja! Kommen wir also direkt zum Thema der heutigen Folge. Um euch heute meine aktuelle Stimmung zu erzählen, müssen wir ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Um ganz genau zu sein, zum Relegationsrückspiel in Hamburg, als der Schlusspfiff war. Dort fühlte ich mich leer. Ich war gleichzeitig aber auch glücklich, erleichtert vor allem, war einfach nur froh, dass die Saison rum ist und wir in der ersten Liga bleiben. Ich verspürte wirklich hauptsächlich Leere, habe mich erstmal von Social Media distanziert, wollte vom VfB und allgemein vom Fußball wirklich nichts wissen. Es war einfach nur pure Leere, wie ich eben sagte. Und ich dachte mir, okay, Fußball, das war's, VfB, das war's. Das Ding ist durch! Dann fiel mir aber schnell auf, der VfB ist nicht nur die Mannschaft, der VfB ist viel mehr. Der VfB ist Freundschaften schließen. Der VfB ist sich beim Becherpfand zu treffen und sich auszutauschen. Der VfB ist Leidenschaft. Der VfB ist Herz. Der VfB ist aber auch viele graue Haare bekommen. Der VfB ist zusammenhalten. Der VfB verbindet. Und der VfB ist einfach groß. Das wurde mir bewusst. Eine besondere Person sieht das genauso und ich hoffe, ihr freut euch jetzt, diese zu sehen. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch über seine Worte. Hallo VfB-Fans. Danke für alles und immer zusammen, okay? Grüße von Carlos. Cheers, Carlos. Danke für deine Worte und danke, dass du mir dieses Video zugeschickt hast. Und im Ernst. Die zwei neuen Transfers geben mir Hoffnung und schon wirklich Vorfreude auf die neue Saison, auf den Saisonstart, aber auch auf das Trainingslager. Ich freue mich richtig, diese Woche dort zu sein und ich habe mich gefragt, bin ich der Einzige, der das so sieht? Bin ich der Einzige, der jetzt schon Bock bzw. Lust auf die neue Saison hat? Da bin ich mal durch die Reihen gegangen, VfB-Fans, aber auch andere Personen, habe die gefragt. Das sind die Antworten. Viel Spaß beim Gucken und genießt es einfach. Manu, ich freue mich auf die neue Saison. So, die Jungs schwitzen im Training. Ich schwitze noch ein bisschen in Griechenland und schüttel die alte Saison noch ein bisschen weg. Aber Fakt ist, Haut ist weiß-rot, Herz ist weiß-rot. Neue Saison kann kommen. Auf geht's. Hi Manu, ich freue mich auch extrem auf die neue Saison. Vor allem euch alle bald wieder beim Becherpfand zu sehen. Hallo Manu, ich freue mich auf die neue Saison. Hey Manu, auch ich habe richtig Bock auf die neue Saison. Also ich freue mich auf die neue Saison, weil eins ist, denke ich, jetzt auch wieder klar, langweilig wird es nicht werden. Hey Manu, auch wir haben Bock auf die neue Saison. Ja. Manu, ich freue mich auch auf die neue Saison. Liebe Grüße aus Schweden, noch habe ich Besseres zu tun. Manu, ich habe voll Bock auf die neue Saison und freue mich total drauf. Peter und Günther hier, wir freuen uns natürlich auch wie du auf die neue Saison. Hey Manu, ich freue mich total auf die Saison. Hey Manu, ich mich auch. Hey Manu, auch ich freue mich sehr auf die neue VfB-Saison. Hey Manu, ich habe auch richtig Bock auf die neue Saison. Hallo Manu, ich freue mich auf die neue Saison. Hi Manu, also von mir aus kann es schon wieder losgehen. Ich habe Bock auf die neue Saison, habe großen Bock drauf, dass es in gut vier Wochen hier dann wieder losgeht gegen Bochum. Von mir aus gerne bei dem gleichen Wetter, von mir aus gerne mit einer Karawane und dass wir uns dann alle beim Becherpfand wiedersehen. Hey Manu, wie du siehst, bei mir läuft die Vorbereitung auch schon wieder auf Hochtouren und auch ich habe natürlich mega Bock auf die neue Saison. Hallo Manu, auch ich freue mich auf die neue Saison. Hey Manu, wir haben Bock auf die neue Saison. Servus Manu, Lennart hier von rund um den Brustring. Ja, auch ich freue mich langsam wieder auf die neue Saison. Freue mich auch darauf, dass Fußball in knapp einem Monat wieder losgeht. Und ja, ich hoffe, dass wir eine ruhigere Saison haben.
auf und nehmen den Platz. Das würde ich uns allen wünschen. Ich freue mich auf die nächste Saison. Manu, auch wir freuen uns auf die neue Saison. Hey Manu, also ich habe voll Bock auf die neue Saison. Hi Manu, wir als Frauenmannschaft freuen uns auf die neue Saison. Hey Manu, auch ich habe richtig Bock auf die neue Saison. Hallo Manu, ich freue mich auf die neue Saison. Hi Manu, auch ich habe mega Bock auf die Saison und werde natürlich mich auch mega freuen auf den Becherfahren, auf die Leute. Und schaut gerne auch mal bei den Frauen vorbei, wenn ihr Zeit habt. Auch mega Truppe. Ich freue mich auf die neue Saison. Ich freue mich auf die neue Saison. Gute Manu, ich habe eigentlich nur Bock auf Becherfahren. Paddy, ich kein Apfelboy, trotzdem Prost. Aber im Ernst, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ich bin jetzt schon wieder ein bisschen emotional. Ich habe mich so sehr gefreut. Danke an alle, die Bock drauf hatten. Es war so unkompliziert, es war unfassbar. Danke auch an die ganzen VfB-Verantwortlichen und an die Spieler. Ich musste einfach euch nur fragen und ihr habt direkt mitgemacht und hattet Bock. Das ist nicht selbstverständlich. Ehrlich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es bedeutet mir sehr viel. Ich hoffe, ihr habt auch Lust auf die neue Saison. Schreibt es unten in die Kommentare rein, bitte. Ich möchte es gern wissen, dass Zweifel da sind. Alles okay, komplett verständlich. Man muss immer hinterfragen, man muss immer kritisch sein, aber es sollte auf normalen Wege sein. Wichtig ist, dass wir die Mannschaft unterstützen, das machen wir ja sowieso. Aber ich freue mich eben auch auf um das Drumherum. Ich freue mich einfach auf den Becherpfand, wie ich jetzt schon sagte, und da bin ich nicht der Einzige, da freuen sich mehrere drauf. Und ich freue mich wirklich sehr wieder aufs Stadion, auf die ganzen Emotionen, auf die Leere danach, aber auch auf die Euphorie, die Euphorie zu spüren. Ich freue mich einfach auf das alles wieder. Denkt dran, habt nicht nur einen, sondern mehrere Blickwinkel zum VfB. Bleibt gesund, fair zueinander. Bis dann.